Sie war allein auf dem Weg nach Wuppertal, wurde dann aber beim Schwarzfahren in der S-Bahn erwischt und aus dem Verkehr gezogen. Das ist die unglaubliche Geschichte von Allegra, einer sehr abenteuerlustigen Windhündin. Eigentlich kommt Allegra aus Spanien, doch seit 4 Jahren lebt sie hier in Düsseldorf. Und als sie jetzt aus Versehen auf sich allein gestellt war, hat sie bewiesen, dass sie sich hier in der Region schon bestens auskennt. Es ist ein normaler Spaziergang, der für Windhündin Allegra zur Odyssee wird. Sie ist mit der Mutter ihres Frauchens und deren Enkeltochter unterwegs. Als ein Schäferhund auf Allegra zukommt, reißt die sich los, ergreift die Flucht und kommt nicht zurück. Denn vor Schäferhunden hat sie Angst. Als Besitzerin Julia Kahla hört, ihr Hund sei weg, ist die Sorge groß. Man reagiert panisch, ne? Also ich hatte unheimliche Angst um meinen Hund, dass er vors Auto rennt oder irgendwas anderes Schreckliches passiert. In den Wald rennt, sich versteckt, nicht mehr rauskommt, weil sie auch so an sich sehr schreckhaft ist. Aber auch schlau, denn Allegra fängt an, die Mutter ihrer Besitzerin zu suchen. Erste Station, die nächstgelegene Bäckerei. Hier gibt's für die Hundedame immer ein Stück vom frisch gekauften Brötchen. Da aber niemand auftaucht, macht sich Allegra auf zur Station Nummer 2, den 1,5 Kilometer entfernten Gerresheimer S-Bahnhof. Dort steigt sie dann in die S-Bahn. Dafür hat ihr Frauchen aber nur eine Erklärung. Da die Oma in Wuppertal wohnt und wir halt immer mit dem Zug nach Wuppertal fahren, hat sie sich gedacht, dass sie den Zug halt nehmen muss, um die Oma halt wiederzufinden. Ob Zufall oder nicht, sogar genau den richtigen nach Wuppertal. Besorgte Fahrgäste verständigen allerdings das Ordnungsamt. Endstation für die Windhündin ist deshalb das Wuppertaler Tierheim. Aber nur fürs Erste. Weil Allegra einen Chip implantiert hat, macht das Tierheim Julia Kahla schnell ausfindig. Nach 2 Stunden Sorge ist die Erleichterung riesengroß. Aus Tränen der Trauer halt, ne, mein Hund ist weg, wurden dann Freudentränen. Allegras Odyssee in der S-Bahn haben alle heil überstanden. Bahnfahren wird die Hündin deshalb auch weiterhin, dann aber nur in Begleitung ihrer Besitzerin. Ganz schön clever, der Hund.